und herzlich willkommen zu... Genau dazu. Und damit zu Türchen... Zu Türchen? Zu Türchen Nummer 7. Und du hast ja Schlaf. Ich treff's nicht. Und gucken wir mal direkt nach, was wir heute so drin haben. Wir haben uns heute überlegt, wir machen es heute ganz unspektakulär. Morgen ist ja vermutlich so geplant, dass wir die Marshmallow in meinem Mund Challenge machen. Die Marshmallows, das ist auf jeden Fall nicht so unangenehm. Wir haben das mal gemacht mit diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese. Wir bräuchten mal irgendwas Saures. Wo so Brause drin ist. Ihr könnt uns natürlich auch, Challenges vorschlagen, immer weiterhin noch. Und natürlich, weil es ist saubärig. Und natürlich könnt ihr uns Sachen für Challenges schicken, weil wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten, uns Sachen zu holen. Also wenn ihr wollt, dass wir Center Shocks essen, schickt uns Center Shocks. Oh Gott, nein. Harvey. Mach nicht mehr so eklige Sachen. Ich liebe Center Shocks. Ich hasse Center Shocks. Was für nur Sachen, die dir gefallen und mir nicht. Und jetzt machen wir den Pferdebox-Kalender aus. Super Challenge. Kadi kramt in der Box. Weil es halt auch immer wieder zuklappt. Die Challenge ist schon, findest du das Türchen für heute? Easy. Das sieht schon wieder aus, als wäre da nur wieder ein Gutschein drin. Das kann. Im Ernst. Tja. Wollen die uns verarschen? Ich glaube ja. Ich muss echt mal auf die Facebook-Seite von denen mal gucken, ob es anderen Leuten auch so gegangen ist. Manche haben den immer noch nicht. Ja. In dieser langen Zeit schon. Und, ich erwähne immer noch, dass dieser Kalender 50 Euro gekostet hat. Für bisher einen Magic Brush. Ein Führstrick. Zweimal Futter und der Rest war Luft oder Gutscheine. Ja, und diese Gutscheine sind ja diese Anwerbgutscheine, die man überall geschenkt bekommt. Die man auch geteilt bekommt, wenn man an einem Laden vorbeigeht und sagen, hier kommt doch mal bei uns einkaufen, abnehmen und den Preis bekommen. Ein Gutschein ist für mich was, wo man sagt, wenn du das hier kaufst, wenn du hierher kommst zu mir, kriegst du diesen Eimer umsonst. Und ich finde immer, das sind immer so von vornherein, sind Gutscheine für mich beschiss, die sagen, kauf bei mir 5 und du kriegst eine 6. Sache umsonst. Du willst vielleicht nur eine oder zwei, aber kauf 5, dann kriegst du was umsonst. Das heißt, im Endeffekt stehst du ja schlechter da, weil du es eigentlich gar nicht brauchst. Oder hier, kaufe für 50 Euro und du kriegst 10 Euro Rabatt. Wahrscheinlich musst du sogar noch für 60 Euro kaufen. Das hatten wir nämlich auch schon mal. Ja. Dass die Gutscheine immer nur dann funktionieren, wenn der verbliebene Warenwert das ist. Also der Mindestbestellwert ist 50 Euro. Das kann auch sein. Aber wenn du mit dem Gutschein auf 40 Euro bist, musst du nochmal was für 10 Euro bestellen. Und das finde ich einfach dann nur, das in einem Kalender, der sowieso schon das kostet. Wissen wir jetzt nicht, ob das bei den Gutscheinen so ist. Aber wie gesagt, so oder so. Auf jeden Fall haben wir hier einen Mindestbestellwert von 20 bei dem einen und 50 bei dem anderen. Ja. Also, da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht von. Und das war definitiv nicht mehr, auf jeden Fall nicht unsere... Lieblingsbox werden. Da haben wir ganz andere Sachen, die uns da eher gefallen. Ja. Ich finde einfach so dieses, hey, wir schenken dir heute, dass du nur 40 anstatt 50 Euro bezahlen musst. Yay. Okay. Aber wir haben uns heute als Challenge überlegt, weil wir gerade noch, da es jetzt gerade Montagmorgen ist und wir noch nichts Neues holen konnten für andere Sachen, machen wir es ganz special. Genau. Wir hauen uns gegenseitig ins Gesicht. Nicht ins Gesicht. Ich muss sagen... Wir machen erstmal, Kadi, wer anfängt. Doppelschere. Ah, Trickser. Okay, du darfst entscheiden, ob du anfangen willst oder nicht. Nö. Wie nö? Du willst nicht anfangen? Nö. Das ist dein Fehler. Ich bin immer gleich scheiße in dem Spiel. Wie viel hast du denn gezuckt? Zuck doch mal nicht so.
was machen wir, bis einer, ich würde sagen, bis einer weint. Nee, bis einer fünfmal den anderen getroffen hat oder so. Okay. Einfach konzentrieren, der Jedi-Trick. Soll ich's fair machen und ich mach's mit Augen zu und du nicht? Ja. Okay. Und so sitzen muss ich die Kadi leider so hauen. Nani, komm mal weg. So. Okay, dann muss ich langsamer und auf die andere Seite. 3. Nani, der haut mich. Das ist nämlich ihr Spielzeug. Nani, der haut mich. Au. Ja. Oh Mensch, Kai, du bist voll schlecht. Ich hab einfach nicht schlecht. Na komm, jetzt darfst du auch mal. Das war mir die Augen zu haben. Ich muss, ja, kann ich auch machen. Hab dich. Ja, auf der Innenseite von der anderen Hand. Ich hab dich trotzdem. Oh, ich muss mal die Hände drüben. Hast du jetzt nicht gezählt? Nee, ich muss erstmal kurz nur wieder hingehen, bevor du anfängst, du nochmal nicht wieder. Ich sehe alles, ich merke das halt voll spät. Oh, ich habe nicht gesehen, was du gemacht hast, ich habe nur gesehen, dass die Nani umgefallen ist. Und damit habe ich ganz klar gewonnen, weil du aus Kollateralschaden die Nani getroffen hast. Hast du die Nani getroffen, echt? Ja, komm. Einfach warm. Wow. Damit geht es ganz klar an mich. Und ich bekomme das, was im heutigen Türchen war. Nichts. Gar nichts. Nein, die Nani soll nicht nachtragen, ne? Ja. Wollen wir aber Challenge machen? Du und die Mütze. Weißt du, was die Nani mit dieser Mütze hat? Die stupst mich immer, wenn ich die Mütze habe. Nani, Mütze. Nimm mir die Nase, die Nani, Mütze. Okay, damit euch aber einen schönen Start in die neue Woche. Und ich hoffe mal, dass im nächsten Türchen mal wieder was drin ist. Ansonsten machen wir es wirklich so, ich sehe es ganz klar, den nächsten Adventskalender befülle ich selber. Ja, also das... Oder wir machen es von vornherein so, jeder von uns kauft 12 Sachen, wir mischen die durch und packen die in die Türchen. Also ich muss sagen, ich muss wirklich sagen, die Gutscheine fanden wir schon echt scheiße. Oder ihr aber könnt uns mit Sachen schicken, irgendwie sowas in der Art. Generell finde ich sowas ganz geil, wenn man irgendwie so, wie so ein Community-Projekt macht, man mischt irgendwie so alles zusammen, dass wir selber auch nicht ganz genau wissen, was drin ist. Und dann haut man so alles zusammen, das finde ich, glaube ich, generell das mit den Tüten, die befüllen, finde ich, das ist eine geile Idee. Aber das gibt es ja nicht nur da. Aber diese Gutscheine... Ja, vor allen Dingen einfach mal da gar nichts rein zu tun. Wie kann das passieren? Ja, die sind oben zugetackert. Also da wäre ja eigentlich wäre was drin gewesen, außer es ist... Du hattest diese eine Handcreme, die du woanders reingepackt hast. Ja, die Tüte war aber auch leer. Meine ich. Wie auch immer. Oder es war eine Gutscheintüte. Da waren ja ganz viele Tüten, wo ich gesagt habe, die sind leer. Keine Ahnung. Also damit, bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.